Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen aus dem wunderschönen Bad Salzungen in Thüringen. So sieht's aus. Wir stehen hier auf dem Sohle Reisemobilhafen. Genau. Direkt an der Werra in Bad Salzungen. Ja. Sehr einfach zu finden, sehr gut ausgeschildert, wenn man hier reinkommt in den Ort. Ist nicht zu verfehlen. Das sind 80 Plätze, ne? Ja. Es ist schon ganz schön groß. 80 Plätze sind schon ganz schön viel. Ja, und ganz schön schön. Und ganz schön schön, ja, weil die sind nämlich teilweise gepflastert. Dann sind sie teilweise so mit so Rasengitter und gepflastert und nur Rasen so ein Stückchen. Mit Hecken umzäunt und mit Grün und mit Blick aufs Wasser oder auch nicht natürlich nicht alle. Ja. Und man sieht eigentlich die Größe von 80 Wohnmobilstellplätzen, das sieht man eigentlich gar nicht. Nee, und man sieht auch die Nachbarn nicht, weil es ist alles so schön parzelliert ja. Und die Hecken dazwischen. Es ist übrigens nicht nur so, dass es so mit Rasengitterstein und ein bisschen gepflastert ist, sondern es ist tatsächlich so, dass es dann den Platz gibt, wo das Wohnmobil steht und das Gepflasterte und der Rasenteil, das ist so wie Terrasse und ein bisschen Garten. Also das ist richtig, richtig schön gemacht. Also hier. Man hat auf jeden Fall richtig viel Platz, um sich auszubreiten. Draußen zu wohnen. Ja, genau. Es gibt auch extra ausgewiesene Plätze dann für sehr große Wohnmobile. Und schwere Wohnmobile, ja. Große und sehr schwere und lange. Also hier kann jeder herkommen, außer Wohnwagen. Wohnwagen sind nicht erlaubt. Es gibt Stromsäulen, die sind mit Münzen zu füttern. Die Münzen gibt es in der Touristinformation. Die gibt es hier vorne an der Rezeption, wenn sie geöffnet hat. Das ist nicht immer offen. Und im Sohlebad an der Rezeption, am Eingang. Ne? So war das doch. So da gibt es diese richtig. Strommünzen, die kosten 1 Euro für 2 Kilowattstunden. Muss man einschmeißen, ganz normal wie immer. Man kann Toilette entsorgen natürlich, Grauwasser entsorgen, gibt 2 Stationen. Man kann Frischwasser tanken gegen Gebühr. Was gibt es denn noch so? Wenn man ankommt, um mal vorne zu starten, meldet man sich einfach vorne an der Rezeption an. Wie gesagt, wenn sie geöffnet hat, in unserem Fall war sie nicht besetzt, weil da wohl ein Krankheitsfall war. Dann kann man aber in die Touristinfo gehen, die ist auch nur 2 Minuten von hier entfernt und meldet sich dort an. Also ist alles total unkompliziert. Richtig. Ja. Bezahlt haben wir 10 Euro pro Nacht, pro Mobil und 2 Personen. Hunde sind inklusive. Dann kommt aber noch Kurtaxe dazu, 1,50 Euro pro Person. Für die Kurtaxe kriegt man aber auch einiges geboten. Man kriegt da nämlich eine wunderbare Gästekarte und hat damit tolle Rabattmöglichkeiten in den umliegenden Geschäften und Cafés. Im Zentrum von Bad Salzungen, das auch nur 5 Minuten von hier entfernt ist. Und auch recht hübsch ist. Also das ist auf jeden Fall sehenswert mit dem Burgsee und drumherum laufen und Gastronomie, Cafés. Es ist total idyllisch und romantisch hier. Ja. Und wenn ihr Atemwegserkrankungen habt, dann müsst ihr unbedingt hierher kommen, weil erstmal gibt es die Sohlewelt. Da gibt es Sonderangebote für die Reisemobillisten, die dorthin kommen. Und wie gesagt, so Kombipakete, ne? So dann mit Eintritt und Stellplatz und sowas und alles inklusive. Genau. Ja, und auch für weniger Eintritt zahlen, wenn man sowieso hier steht und all solche Sachen. Genau. Und die Sohlewelt ist tatsächlich auch nur da einmal quer rüber über einen Platz und dann ist man schon da. Dann könnt ihr inhalieren gehen im Gradierwerk. Ihr könnt das Museum besuchen, ihr könnt euch informieren über die ganze Stadt hier und also. Es ist super schön. Auf der Touristinfo oben wohnt ein Storch. Mit jungen Störchen. Der ist sehr cool. Vor allem hat das Storchennest auch noch eine Kamera, die das filmt, was der Storch macht. Und wenn der Storch keinen Bock mehr hat, gefilmt zu werden, dann setzt er sich auf die Kamera drauf. Also ihr müsst unbedingt herkommen, es ist total zauberhaft hier. Nett hier. Abgesehen davon ist hier ja gleich die Werra und dann könnt ihr am Werratal-Radweg schön Radfahren fahren. So. Genau, hier ist noch ein großer Abenteuerspielplatz für Kinder. Stimmt, und hinter dem Abenteuerspielplatz, ihr könnt hier nämlich schön drüber marschieren über die Werra, über die Brücke, ist der Hundefreilauf. Genau. Ja, für alle, die mit Hunden kommen. Ja, Einkaufsmöglichkeiten gibt es auf jeden Fall auch hier in Bad Salzungen. Kein Problem, ja, also Supermärkte, Bäckereien und so weiter. Ja, und duschen könnt ihr in der Sohlewelt, um nochmal vom Einkaufen auf die Sohlewelt zurückzukommen. Ah, ja. Wir müssen noch Sterne vergeben. Ja. Für diesen außerordentlich schönen Stellplatz, der wirklich ganz, ganz zauberhaft angelegt ist. Ich würde sagen, ich vergebe 9 Leni und Toni Sterne. Und du? 9,5. Also für einen Stellplatz würde ich 9,5 vergeben. Ja, ich würde keine 10 geben, ja, weil
die Bahnlinie hier. Also da fährt halt ab und zu mal so ein Regionalzug. Ach. Jo. Aber der stört dich. Nur 9. Ja, ich nur 9. Weil, das kann ich dir auch erklären, dass hier nicht eingezäunt ist und hier hinten dran der Spielplatz und auch da hinten dran die Wiese und die Radwege und sowas. Da muss man hin, also wenn man da hinkommt, muss man über hier den Stellplatz drüber. Und die Leute flanieren hier ein bisschen auf und ab und teilweise bin ich mir vorgekommen wie im Zoo. Ach, na ja, da kann gut. Jetzt der Stellplatz erstmal so nichts dafür, aber irgendwie fand ich es ein bisschen. Deshalb würde ich, der Zug wiederum hat mich nicht gestört. Irgendwo muss die Bahn ja langfahren. Stimmt. Also was machen wir? Ja, dann machen wir 9. So. Gut. Also, wir sind ein bisschen unentschieden, ja, das merkt ihr ja, aber das ist ja das, die persönliche Meinung, das kennt ihr ja. Der eine sagt, wie kannst du denn da hinfahren, der andere sagt, super. Deswegen bleiben wir mal bei den 9 Leni und Toni Sternen für 9. Den Sohle-Reisemobilhafen in Bad Salzungen. Kommt her, macht euch selbst ein Bild und habt eine schöne Zeit hier in Bad Salzungen. Auf jeden Fall, macht das und schön atmen nicht vergessen, das ist nämlich gesund und wir brauchen es alle. So, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.